Budapest. Moin zusammen, jetzt geht es ab in den Challenge-Mode und der ist genau das Richtige für das Küken. Der heißt nämlich Paranormal Paparazzi und ja, da kann er jetzt loslegen mit seinen wilden Fotos, weil ihr seht ja, er ist ja Featherweight Gods. Da kannst du dich gleich mit deinen Fotos hier austoben. Ihr seht, 2 Minuten Setup-Time, Monitore sind an, Sanity ist voll Das sieht alles und ganz gut aus, besonders die guck mal Kamera hier, sieht vor allen gut Dingen, wir haben aus. die T2 Headgears diesmal. Juhu! So, wir bereiten das vor. So, ich mache jetzt hier schon mal den Brekkie an. Oh, der Knochen ist direkt hier, also ihr braucht nicht mehr nach dem Knochen zu suchen. Ich versorge den direkt. Sieht cool aus, ey, mit der Laterne. Ich finde das cool. So. Es ist normal, dass hier oben im Badezimmer so eine Creme auf dem Boden liegt. Was liegt da auf dem Boden? Eine Creme. Nee, ich glaube nicht. Dann müsste der Geist da sein. Die Monkey Paws sind im einen Zimmer, wo das Kinderbett steht. Die kannst du ja fotografieren gehen. Ich weiß nicht. Okay, der Geist ist also oben in diesem Badezimmer auf jeden Fall. Oh, ich habe meine Schwimmbrille vergessen. Na. Wir haben auch die Waschmaschine. Ja, wir haben auch unter der Uhr das Versteck und im Büro, das ist auch verfügbar. So, haben wir hier einen Orb? Wir haben einen Orb. Teddy! Teddy grinst. Wo ist die Kamera? Moment mal, der ist doch hier, ne? Ja. Hier, ich lasse dir die Kamera hier und kannst ja Fotos machen da. Na komm, heb's doch auf. Und hier ist noch eine Laterne. Feuerzeug lege ich daneben. So, wir haben bisher jetzt nur Orbis. Aber ich glaube, der hat keine Box, der Geist. Ja, warte, ich bring dir mal einen Sensor da hoch, dann weißt du ja, ob er da ist. Oh, die Tasse hat er auch geworfen. Fingis! Ah, ich hab's in meiner Hand. Und irgendein Fenster hat er auch Warum hast du geklopft. denn noch nicht? Aber am Fenster sehe ich keine Fingis hier. Das kann nur ein Event sein. Okay. Okay. Also, wir haben UV Oh, und der hat aber Orbs. mit Markus Geisterfoto Ja. gemacht. Ich höre das ja die ganze Zeit. Könnt ihr ein Foto von Markus machen? Können wir ja mal gleich gucken, ob der zu uns läuft, wegen Banshee. Ja, der hat vorhin, glaube ich, ans Fenster geklopft und da waren keine Fingis. Vielleicht ist es eine Obacke. Ich verteile mal ein paar Sensoren, dann können wir nachher mal wegen Banshee schauen. So, dann gucken wir mal, ob der hier in die Richtung kommt. Okay, der ist gerade einmal rausgegangen, aber. Na, er kommt nicht hier in die Richtung. So kann man den Banshee testen. Freezing können wir leider nicht ausschließen. Das ist das Problem. Wir müssen auch noch wegen Mimik aufpassen. Denkt dann immer nach den Fingis zu schauen, weil vielleicht haben wir ja einen Obake. Dann beobachten wir mal die Sensoren, ob der hier rüberkommt. Weil dadurch wissen wir dann, ob es ein Banshee ist.
Kommt immer nur bis da vorne, ne? Das sah jetzt gerade komisch aus mit den ganzen Bugs. Ich hatte heute Morgen, glaube ich, einen Phantom, der war hier in einem der Räume oder hier in dem Raum, glaube ich. Und da habe ich dann die Sensoren in die Richtung aufgebaut und der ist mir dann auch wirklich bis zur Treppe und sogar, glaube ich, bis nach unten auch nachgekommen. Ich habe es nicht ganz so mitbekommen, aber durch die Sensoren konnte ich es eben mitbekommen, dass er mir nachgelaufen ist, zumindest auf der Etage hier. Phantoms können ja durch Etagen stalken, Banshees können das nicht. Dafür muss man auf der gleichen Etage sein. Das Problem ist, ich sitze jetzt hier alleine. Es müssten eigentlich die anderen mal mit dazukommen, um zu gucken, ob das ein Banshee ist. Was kann es noch sein? Hantu, Obake, ja. Wieder ein Whisper. Hantu erkennen wir an der Geschwindigkeit. Obake würden den Shapeshift machen. Doch, kommt mal alle hier hinter den Sensor, weil wir müssten mal Banshee testen. Oh, das war jetzt aber ein kurzer Whisper. Wir müssen mal gucken, ob der zu uns kommt. Ich bin jetzt kein großer Fan von den Sensoren. Bisher habe ich jetzt nur Whispers bekommen. Na, der kommt aber nicht in unsere Richtung. Der macht aber viele Whispers. Ich hatte gerade ein Whisper, sie Ja, auch. ja. Ja, es kann eh kein Moral mehr sein, aber halt ruhig mal weiter drauf. Falls das ein Banshee ist, müssten wir ja irgendwann mal einen Schrei hören. Aber ich glaube nicht, dass es ein Banshee ist. Der kommt ja gar nicht hier rüber gelaufen. Aber lass uns noch kurz abwarten. Das war die Tür. Tür. Und Küken kannst ruhig mal nach Fingis gucken, wegen Obacke. Ich glaube nicht, dass es ein Banshee ist. Der wäre schon längst rübergekommen, ne? Okay, Küken, wenn du willst, kannst du noch deine letzten Fotos machen. Ich glaube, das ist ein Hantu. Wir können den aber gleich einfach mal handeln lassen. Dann sehen wir das ja. Immer freitags. Okay, versteckt euch mal da bei der Waschmaschine und dann werde ich den mal handeln lassen. Kommt der nicht hier rüber? Ich tue euch mal Sensoren dahin, falls der doch auf die Idee kommt, rüber zu kommen. Okay, dann versuchen wir es mal. Ich mache das zur Sicherheit hier oben, weil hier oben weiß ich, dass ich hier nicht eingesperrt werden kann. So. I wish the ghost was trapped. Jetzt müsste die Tür zu sein. Ja, Tür ist zu. In einer Minute wird er handeln. Ich habe ihn gerade eingesperrt. Was hat er die Fingis oder was? Ich sehe hier sechs Fingerabdrücke, Mann, dieser Schuh. Ja, dann kannst du ja hier mit runterkommen und einen Shapeshift angucken. Ach ja, übrigens, das wird kein Cursed Hand, weil das wird ein normaler Hand von der Länge her. Haben wir hier. Okay,
Ah, Mist, hier haben wir nichts, aber ich markiere das hier trotzdem mal. Der müsste jetzt gleich anfangen zu handeln. Normalerweise eine Minute nachdem das. Ja, da handelt er. Ich glaube, ich habe einen kurzen Shapeshift auf der Treppe gesehen. Okay, also haben wir den Obake-Fingerabdruck wahrscheinlich da gehabt. So, und wie ihr seht, das verbraucht auch keine Sanity. Der wird jetzt nicht nochmal handeln. So, okay, dann haben wir einen Obake, easy. Während Mama kommt. Wo ist denn Kiki? Die Tür da ist zu. Die hockt im Versteck. So, ich bin sofort zurück. Ich kann schon mal abfahren, wenn ihr wollt. Kiki, komm raus. Dann warten wir mal, bis sie rauskommt. Sie kann der Geist kann jetzt eh nicht handeln. Der Hand wurde ja jetzt so ausgelöst. Dann abfahrt. Küken hat gesagt, er hat schon drin. Der holt sich gerade nur was zu trinken. So, dann haben wir die erste Runde schon mal geschafft. Also für mich wird das jetzt die dritte Runde sein. Ich werde jetzt kassieren, weil ich habe schon zwei Runden auf Solo heute Morgen gespielt. Man kann hier übrigens keine Perfect Games machen, weil wie ihr seht, wir haben keine Smudgies, wir haben keine EMF. So, dauert bei mir kurz einen Moment, bei mir rattert es jetzt gleich. Seht ihr? Da ist es. 5K. Und das ist definitiv ein ganzer Level. Und die beiden werden das aber erst zwei Runden später kriegen. Und wenn die das kriegen, ich glaube, Kiki, die wird bestimmt mehrere Level machen, weil sie erst Level 26 ist. Für sie wird es sich am meisten lohnen. Weil sie vor kurzem Prestige hat. Und ich werde wahrscheinlich Ende der Woche wieder Prestigen. Hey, dann hätte ich die 13, ne? Prestige 13, das ist jetzt 12. Cool, da hätte ich Prestige 13. Das ist bestimmt cool. Ich finde das eben so cool, dass die hier so jetzt animiert sind. Aber ich mag das Rosa nicht. Warum haben sie Rosa genommen? Sie hätten so ein Weiß nehmen können. Sowas. Oder so ein ganz helles Blau. Oh, T3 Headgear. Sehr schön. Dann skippen wir das. Hier habt ihr die Stats. Und ja, es geht weiter im nächsten Video mit dem Challenge Mode. Bis dann. Ciao.